Wie funktioniert ein Unternehmen? Wie verhalten sich Menschen in Organisationen und auf Märkten? Wie funktioniert ein System? Traditionell steht die Wissensvermittlung im Mittelpunkt. In dem Kurs wird das Wollen an den Anfang gestellt. Man entwickelt eine Idee und arbeitet daran. Was ist Ihre Idee vom Wirtschaften? Was ist Ihre Idee von einem Geschäft, das Sie aufmachen könnten? Und das stellen wir an den Anfang des Kurses. Man baut sich kein Vorratswissen auf, sondern es kommt dann, wenn man es auch benötigt. Sie müssen sich überlegen, welche Ressourcen Sie brauchen und wie Sie sie managen. Sie brauchen Personal, einen Platz, wo Sie arbeiten können, Technik, diese Ressourcen müssen gemanagt werden in der Produktion, aber natürlich auch in der Logistik. Und dann machen wir uns auf den Weg, wie kann man diese Idee umsetzen? Und dazu wird Ihnen Wissen fehlen. Und dieses Wissen erschließen Sie sich im Laufe des Kurses und wenden es an, üben es ein. Und dadurch entsteht neben dem Wissen auch ein Können. In diesem Kurs lernen Sie die allgemeine Betriebswirtschaftslehre aus Sicht eines Gründers oder einer Gründerin kennen. Nicht, damit Sie am Ende unbedingt ein Unternehmen gründen müssen, sondern damit Sie lernen, unternehmerisch zu denken und zu handeln. Aus der Sicht eines Gründers oder einer Gründerin lernt man am besten, wie ein Unternehmen funktioniert.